Herr Tavassoli, Ich bin Frau Tavassoli. Excuse me, it's ma'am. Ja, ich bin jetzt etwas verwirrt, weil Sie sehen schon relativ männlich jetzt aus, also Frau. Machen Sie das fest? Der Hang mancher linker Gruppen in der Partei zum endlosen Diskutieren warf die Linken wieder um Stunden zurück. Unser Genoss, Entschuldigung, unsere Genossin. It is man! Entschuldigung, ich muss mich daran gewöhnen, weil Wiegand war bis eben für mich ein Mann. Wiegand hat seine Kandidatur erklärt, da kann man nicht einfach Nein sagen. Er ist heute krank, er sagt, ein Genosse würde ihn vorstellen. Nee. Entschuldigung, sie ist krank, Entschuldigung. Once again, man! Nee. Da gibt's Einwände. Ach, liebe Leute, echt. Es bleibt uns echt nichts erspart. Wenn das zweifelhaft ist, kann er nicht kandidieren. Oder sie. Oder es. Also, bitte Genosse, 5 Minuten für Bijan Tavassoli. Ich kann leider nicht persönlich hier sein, weil ich diese Woche an Corona und vermutlich Affenpocken erkrankt bin. Ihr alten weißen Männer seid auf den Müllhaufen der Geschichte. Ja, es ist gut, dass mittlerweile ein Großteil unserer Linken so denkt. Und auch mein ehemaliger Gegner beim Kampf um Platz 1 in der Europaliste, Martin Schirdewan, ist nun ein Verbündeter. Er versicherte mir vor kurzem in Brüssel, dass ich eine wunderschöne, starke Frau bin. Aber auch eine zarte, zerbrechliche Blume. Ich werde eine Kampagne entwickeln, um gegen Fatshaming vorzugehen und die Fatfans motivieren, ihren runden Körper zu lieben. Theresa Jakob wird mir dabei helfen. Sechstens. Ich würde jetzt vorschlagen, hallo, legalisiert Crystal Meth. Und wie blank die Nerven der Partei liegen, zeigt ein Eklat auf offener Bühne. Per SMS verliest ein Stellvertreter eine wirre Bewerbungsrede eines Parteimitglieds, gegen das bereits ein Parteiausschlussverfahren läuft. Es kommt zu Handgreiflichkeiten vor der Tür. Der größte Wunsch der meisten Linken ist aber nicht Frieden. Erst recht nicht in den eigenen Reihen. Frauen frieren leichter und ich gehe schon lieber auch in die Frauensauna.